Quatsche hier. Spyro-Bruch Monimer. Ich schneide hier auch nichts raus. Ich meine, ihr seid selber schuld, wenn ihr euch so einen langweiligen Kram noch anschaut. Ich werde nichts spannend. Ja, wobei, das kann ich nicht garantieren. Vielleicht werde ich noch irgendwas Spannendes sagen, wenn es mir einfällt. Ob mir was Spannendes einfällt, ja, dann müsst ihr wohl bis zum Schluss dranbleiben. Es tut mir leid. Nitro-Schalter-Kiste-Karte, danke. So. Das war's doch, glaube ich. Nitro-Schalter, Eisensprungkiste, Zeitkiste, Maya, Jungle, Sewers und die kristallisierten Drachen 1 bis 3. Die haben wir alle. Sieht also relativ gürden aus. Genau, hier die Nitro-Schalter-Kiste. Oh, die Nitro-Kiste an sich scheint mir aber tatsächlich noch zu fehlen, oder? Die kommt bestimmt hier hin. TNT habe ich. Oder die kommt hier hin. Das macht auch Sinn. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt auch alles und damit alles in den Welten 4 und 5. Das ist gut. Jetzt müssen wir einfach nur noch zurücklaufen zu den Fire Mountains. Da einmal das Gewichtheben machen und dann natürlich die Läden besuchen. Ich scroll schon mal hoch. Wie viel gibt es da? Wahrscheinlich auch 3. Ne, da gibt es nur 2. Spinning Wheel Shop und Trading Card. Trading Card ist das Beste, weil da muss man einfach nur kaufen. Spinning Wheel ist aber auch sehr cool. Dennoch bleibt das hier meine Lieblingswelt vom Design her, von der Optik her. Eine Welt jetzt nach ihren Läden zu beurteilen, das ist, naja. Da gibt es bessere Beurteilungskriterien, glaube ich. Zum Beispiel die Minispiele oder natürlich das generelle Design. Von mir aus auch die Gegner oder die Charaktere, die wir hier treffen. Link zum Beispiel. So, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo hier Geldsäcke sind. Wie gesagt, 2 Stück jedes hier. Das heißt wahrscheinlich ein pro Bereich. Es gab hier 2 Bereiche, ne? Doch, doch, ja. Da habe ich, glaube ich, die erste Aufnahme mal beendet. Als ich hier am Anfang stand. Und hier ist das Gewichtheben, was ich nicht gefunden habe. Wow. Okay. Das war jetzt halt mein erster Instinkt für einen Laden. Deswegen. Sieht aus wie riesige Kartoffeln. Aber es sind wahrscheinlich eher Lava-Gesteinsbrocken des Todes. Und damit haben wir uns das Gold-Relikt verdient. Nice. Das gefällt. Hallo, ich bin Mr. Krabs und mir gefällt das Geld. Alles andere kann gerne verrecken. Ich gehe erstmal den unteren Weg, auch wenn Geldsäcke... Ja, vorbei. Eigentlich sind die hier entweder ganz oben oder ganz unten, deswegen ist eigentlich egal. Auf der anderen Seite geht es halt unten meistens... Was heißt meistens? Es geht immer unten in einen anderen Bereich, deswegen wäre es vielleicht gar nicht so sinnlos, erstmal den oberen Kram abzuklappern. Wo bin ich denn jetzt genau so? Ich habe so ein bisschen den Überblick und alles verloren. Komme ich da irgendwo? Ach, egal. Ich laufe hier einfach ein bisschen hin, fröhlich hin und her und hoffe, irgendwann mal einen Geldsack zu finden. Komm, hier ist direkt einer, komm. Nein! Hier ist ein Typ, der mich töten will. Sehr nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist einer. Das Gefühl hat mich leider getäuscht. Oder kommt er hier noch? Ich wusste, dass ich gleich bei Crunch lande. Ich wusste es. Das Level ist ja auch nicht allzu lang. Na gut. Dann gehen wir halt wieder den ganzen Weg zurück. Mit ein paar Legs. Schön. Ohne Maske. Nicht so schön. Ich spring ein bisschen blöd rum. Ich hätte gerne Sprintfunktion nach dem Boss. Ja, nee, das ist in so einem Spiel sicherlich nicht unbedingt notwendig. Wäre aber trotzdem schön. Ach, Bianca, ich habe schon wieder gedacht, das wäre ein Gegner. Vor allem sieht man ihr Kleid auch einfach nicht. Das ist wie so ein Skelett. Oder ihre Robe oder was weiß fick dich. Die neue Sendung, was weiß fick dich. Und wie geht's euch so? Tja, man mag kaum glauben, dass ich das sage, aber... Wow, dagegen dem, was ich gerade mache, ist das Kartensammeln ja noch spaßig und spannend vor allem. Darum geht's. Aber gut, wenn man 1000 Mal den gleichen Weg laufen muss, weil man irgendwie den Sprung nicht schafft, weil man doof ist. Natürlich nicht so geil. Stirb. Ja, wenn ich an dem jetzt gestorben wäre, wäre nicht cool gewesen. Wenn ich jetzt kein Geldsack wäre, wäre es aber auch nicht cool. Wollte ich mal anmerken. Es kommt so beides im ersten Bereich. Das kann sogar wirklich sein. Ne, der war hier unten. Stimmt, ich erinnere mich. Der war hier unten. Der war hier unten. Okay. Tauschkarten. Ja, gut. Das heißt, hier ist einfach mal der einfache Shop direkt. Gut.
Wir nehmen erstmal den Flying Lab. Es ist Stunch. Ist eigentlich egal. Ich sollte mir aber schon angucken, welche ich hier gerade hole. Egal. Häschen, wunderbar. Nix mehr. Da haben wir noch das. Die Oase, ja. Na, das war ein V. Den Korb und das waren jetzt, glaube ich, auch schon 7 Karten, richtig? 7 Karten stehen hier nämlich auch. Oh nee, hier gibt es noch einer, den Vogel. Achso, ja, wow. Es sind ja auch 8, die ich mir aufgeschrieben habe. Wow. Ja. Ich bin echt top. Gerade. Generell. In allem. So, ich glaube, den Laden haben wir auch wieder leer gekauft. Wir lassen die beiden da oben noch ein bisschen hoch und runter hüpfen. So, okay. Hier fehlen immer noch 2 Karten. Hier haben wir jetzt auch das Gold-Relikt. Ja, schauen wir uns mal an. Hier fehlen uns immer noch vereinzelt ein paar Sachen. Hier unten haben wir aber auch alles. Das heißt, auf die zweite Seite müssen wir bei beiden nicht blättern. Und damit überhaupt nicht mehr. Hier genau ist der Maya-Dschungel. Oh, sieht ja nicht toll aus. Der sieht wunderbar aus. Im Gegensatz zum Wumper-Dschungel. Okay. Dann haben wir hier alles. Ja? Wie gesagt, den Polarkern können wir nicht kriegen. Hier fehlen noch 2 Edelsteine. Okay. Okay, mal gucken, wo wir die noch kriegen. Und hier noch so ein paar Sachen. Also die letzten beiden können wir auf jeden Fall nicht kriegen. Und bei dem vorletzten bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Gucken wir gleich nochmal nach, was der Bruno denn dazu sagt. Oh mein Gott. Ja, toll. Bernie says, don't drink and drive, ne? Wobei eigentlich mittlerweile scheißegal ist, was Bernie says. Because he's dead. Nee, das ist er nicht, aber... Der ist nicht mehr Besitzer der Formel 1. Das ist das Limited Media. Aus welchen Gründen auch immer. So. Ja, was heißt aus welchen Gründen auch immer? Wegen Geld, klar, aber... So. Glücksradladen. Schön, dass die einfach sehr einfach zu finden sind, wenn man denn sich... Ich weiß nicht, was ich gerade rede. Wenn man sich darauf einlässt, dass man sie einfach findet. Ich weiß es nicht. So, Karte bitte. Ah, natürlich nicht. Wir kriegen hier aber auf jeden Fall noch 2 Ortkarten, also hier so 2 Location-Dinger. Und zwar Unterwasser und Ägypten, also aus Crash 3 jeweils. Gelbe Edelsteinkarte, oh cool. Da fehlten mir 2 Edelsteine, das heißt die gelbe Edelsteinkarte haben wir jetzt bekommen und der blaue fehlt noch. Ach, wobei Blödsinn, das ist ja gar nicht wie in Crash. Moment. Rot, grün, lila, gelb. Da gibt es gar keinen weiteren Edelstein mehr, oder? Sind alle, die es in Spyro gibt, oder bin ich gerade, müsste. Okay, however. Wir können jetzt zusätzlich noch bekommen die Sprungkiste, die Eisenkiste, die Akkukiste, die haben wir alle. Remote Copter Crash haben wir, glaube ich, auch. Bad Attack Crash haben wir, glaube ich, auch. Also die Ortskisten, die Ortskarten, so. Die will ich auf jeden Fall hier noch bekommen. Ja doch, die haben wir. Remote Copter Crash. Das ist ja hier dann auch, ne? Was heißt denn Remote Copter? Ist das Jetpack? Nee. Remote Copter ist ja wahrscheinlich... Ach ja, hier Remote. Ja, ja, okay, jetzt, ja, gut. Das ist das hier. Gut. Das heißt, die haben wir auch. Bad Attack Crash war gerade das, glaube ich, sogar schon. Hier, genau, hier Fledermausangriff. Genau, und hier fehlt uns jetzt noch... Ach nee, Ägypten Tombs haben wir aber auch. Und Unterwasserstadtruinen haben wir auch. Okay, gut. Persian Palace haben wir das. Das fehlt noch. Also hier der persische Palast, den bräuchten wir noch. Also eine rote Karte. Jetzt können gerne wieder rote Karten kommen. Ich muss sie aber auch erstmal kriegen. Dann. Ist hier ein bisschen blöder. Das kann nämlich wirklich dauern, bis man da jetzt Karten bekommt und bis man dann noch die richtigen bekommt. Eieiei, das kann jetzt dauern. Das kann jetzt wirklich dauern. Sonst sind wir soweit, aber sonst kriegen wir hier zumindest aus der Liste nichts weiter, was wir noch brauchen. Nur noch der persische Palast, also die rote Karte, die wir jetzt vielleicht kriegen. Nein, natürlich nicht. Toll. Aber es ist weiter eine rote Karte da und die könnten wir jetzt vielleicht... Nee, immer noch nicht. Fuck, jetzt ist locker weg. Nee, ist sie nicht. Aber ich krieg sie wieder nicht. Komm, die wollen mir die doch geben, ich sehe es doch schon. Natürlich ist jetzt eine blaue da und ich wette, jetzt kriege ich die Karte, ne? Naja, immerhin habe ich es jetzt nicht gekriegt.
Wäre ein bisschen blöd gewesen. Ist das nervig. Ja, komm, 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 das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, jetzt bitte lass es auch den persischen Palast sein. Ferngesteuerter Hubi-Crash-Card, Moment. Habe ich jetzt gerade irgendwie... Ach, das war eine gelbe Karte, die sah aber echt rot aus. Wobei das Rot ist hier halt auch so ein richtig blasses Rot. Rot kann man es schon gar nicht nennen eigentlich. Spyro-Karten weiß ich nicht. Kriegen wir da... Also hier steht auf jeden Fall nicht, dass wir irgendwelche fest kriegen sollten, aber... Kann ja sein, ne? Es ist übrigens die ganze Zeit jetzt echt eine gelbe Karte da oben. Sehe ich jetzt auch, ja. Die brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen eine rote Karte. Die Spyro-Karte würde ich auch gerne mitnehmen, aber die kriege ich nicht, weil ich viel zu schlecht bin. Es gibt halt eigentlich keinen Kraftaufwand, mit dem man safe irgendwas bekommt. Das Rummelrad startet halt immer woanders. Blauer Edelsteinkarte. Es gibt also doch einen blauen Edelstein. Nee. Wo gibt es denn den Spyro einen blauen? Ach so, ja klar, der 5. Hä? Egal. Mich wundert dann trotzdem die Anordnung im Grid. Egal. Ja, ich stehe gerade ein bisschen neben mir. Bin ein bisschen aus der Spur, wie auch immer. Ich freue mich gleich darauf, Mega Man zu gucken beim Dennis. Und das wird toll. Oh, ist wieder eine rote Karte. Komm, bitte, 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 bitte. Nein. Ich hätte so gern die rote Karte gehabt. Ich gucke mir jetzt erstmal immer an, welche Karte da ist. Und dann entscheide ich, wie kräftig ich mache. Aber das ist egal. Was nicht heißen sollte, dass ich gerne die Null-Humber-Früchte nehme. Ich hätte auch ein paar Humber-Früchte genommen. So sind ich. So viel zu, ich gucke erstmal, ja. Das hat super geklappt, wie man sieht. Gerade die Spyro-Karten, ich weiß halt nicht. Das könnte noch irgendwas sein, was wir noch nicht haben. Deswegen wäre es schon nicht schlecht, die mitzunehmen. Oh, das wäre eine Karte, die ich gebrauchen könnte. Die ich aber natürlich nicht kriege. Also, ich weiß nicht, ob ich die gebrauchen könnte. Es könnten halt auch die ägyptischen Gräber sein oder die persischen Städte-Dings da. Oder eben die Vulkaninsel. Oder die Unterwasserruinen, also. Und ich kann halt nur diese persischen Paläste gebrauchen. Aber eines Tages werde ich die Karte bekommen. Eines schönen Tages. Der wird wahrscheinlich irgendwann heute sein, aber es dauert noch ewig. Aha. Ja, toll. Mach einfach mal Vollspin. Es dauert zwar ewig, aber wir haben Spaß dabei zuzuschauen, was passiert. Nein, haben wir nicht. Egal. Die ist doch wieder irrelevant. Ich brauche eine rote. Das ist so blöd. Kack-Glücksspiel. Ich weiß nicht, warum ich jetzt voll Turbo gemacht habe. Wow, toll. Ich mache einfach weiterhin genauso. Ja, komm, das passt sogar. Komm, bitte lass es jetzt die persischen Paläste sein. Danke. Jetzt könnten theoretisch noch Spyro-Karten darunter sein, die ich brauchen kann. Gucken wir mal. Ich hat sogar geklappt. Ich habe sie bekommen. Super. Grüne Edelsteinkarte, die hatten wir aber schon. Ergo sollten wir jetzt hier alles haben. Das wäre super, weil Glücksrad ist doch ziemlich anstrengend. Hier haben wir jetzt hier oben alle Edelsteine, genau. Und da unten fehlt noch eine Karte und hier noch ein paar. 7 Stück. Was auch immer das genau ist. Und, ach ja, das war die erste Seite Spyro-Karten, ne? Okay. Es gibt hier 4 Stück. Okay, okay. So, hier fehlen noch 2, hier fehlen 5 und hier fehlen... Okay, 10, 11. 11 Karten fehlen, die können wir noch nicht, die können wir nicht holen. Gut, 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 gut. Weiter geht's. Fire Mountain sind wir fertig, genau. Es war so klar, dass das passiert. Geil. Es geht weiter zu der Eiswelt. Wie auch immer die Welt hieß. Wahrscheinlich nicht Ice Mountains. Oh mein Gott. Los, Charlie, auf zu Candy Mountain. So. Nicht Flame. Und dann geht's jetzt hier oben gleich schön zurück, hoffentlich. War das Portal überhaupt hier? Bestimmt. Ich bin ge... Prummen. Sprungen. Was soll das? Spiel will mich auf den letzten Meter nochmal richtig fertig machen. Ja gut, eigentlich hab ich's schon geschafft, ne? Aber halt nicht auf... Ich sag nicht 100%, sondern maximale Prozent, weil 100%, ne? Aber es gibt ja sowieso, glaube ich, 104% oder wie viel waren das? Ich habe schon wieder vergessen. Keine Ahnung, wie viel wir davon gleich haben werden. Oder wie viel wir jetzt schon haben. Als ich das Spiel heute gestartet habe, waren es, glaube ich, 98% auf jeden Fall.
Seitdem habe ich noch einen Edelstein, einen Kristall geholt, die letzten beiden und dann den Boss besiegt. Keine Ahnung, was da oben war. Arktische Klippen. So. Checken wir kurz aus. Hier gibt es zwei Shops. Hier gibt es drei Shops. Hier gibt es drei Shops. Mystery Shop, Crate Shop und Spinning Wheel. Na toll. Den Spinning Wheel Shop freue ich mich ja besonders. So oben rechts müsste direkt einer gewesen sein auch wieder. Oder komme ich da überhaupt hin? Doch, ich komme da oben lang. Doch, doch, dann ist da oben auch einer. Stimmt. War hier nur was? Ne, hier war nur eine Karte. Okay, okay, du. Tschüss. Ich glaube, hier unten war generell nichts. Außer ein paar Level. Also hier wird kein Geldsack gewesen sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, es war auch eher im ersten Bereich, wo ein paar mehr Geldsäcke waren. Also zwei. Ein paar mehr, genau. Tolle Aussage. Hier war der Spinning Wheel Shop, glaube ich. Befürchte ich. Nee, der Geheimnis-Shop. Gerne. Gerne, gerne. So. Hovercraft Crash hat man, glaube ich, schon. Eine Bouncy-Kiste können wir hier kriegen. Die hatten wir aber, glaube ich, oder? Das ist ja, glaube ich, die Federkiste dann, genau. Akku-Kiste hatten wir, die Mystery-Fragezeichen-Kiste-Dings da. Die fehlt noch. Polarbär. Das ist, glaube ich, ein Gegner. Eine Gegnerkarte, ne? Die fehlt auch noch. Jetpack Crash hatten wir, ja. Jetzt werden wir einfach wieder schön Wupperfrüchte rausschmeißen und immer die linke Kiste nehmen, so. Ist das nicht spaßig? Hüpfkiste, Kirkata haben wir auch schon. Naja, wir sind aber trotzdem schon in der zweiten von fünf Welten angekommen. Rückwärts gespielt, ne? Das ist auch schon nicht so schlecht. Okay, hier kriegen wir noch die ganzen Edelsteine für Spyro. Die brauchen wir aber nicht. Nicht mehr. Besser gesagt. Ja, Hovercrash, Karte, Dings da, weiß ich. Jetpack. Jetpack und Hovercraft. Das ist alles, was wir hier kriegen können. Brauchen wir nicht mehr. Ich brauche halt auf jeden Fall noch die Fragezeichenkiste. Zumindest glaube ich das. Und der Polarbär fehlt auch noch, soweit ich weiß. Was habe ich gesagt? Ah, ne, die Geheimniskiste habe ich. Okay, ich habe nichts gesagt, gut. Und den Polarbären, fehlt der noch? Der fehlt, glaube ich. Ne, Eisbär. Okay. Fehlt überhaupt noch was? Arctic Riptock. Haben wir den schon? Inferno Riptock. Schloss Riptock. Ich glaube, der fehlt noch, ja. Den brauchen wir tatsächlich noch. Den Arctic Riptock. Polar Chase Crash haben wir auch ziemlich sicher. Hier Polarjagd Crash. Ja. Dann fehlt nur noch der Arctic Riptock. Gut. Das war eine. Oh Gott, was war das jetzt für eine Karte? Eine grüne Karte war es, glaube ich, ne? Oder war es eine blaue? Eisbärkarte haben wir schon. Es war eine grüne, aber dann. Ja. So, bitte, 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 bitte. Ja, Arktis Riptor-Karte. Wunderbar, das war's. Der ist schon mal durch, der Shop. Wahrscheinlich. Ich sehe sowieso schon, dass ich jetzt gleich irgendwo. Oh mein Gott. Oh, was heißt jetzt gleich? Am Ende, wenn ich mit allen Shops durch bin, irgendwo Karten nicht bekommen habe und die wahrscheinlich einfach nirgends stehen. Also bei keinem Shop. Dann kriege ich die Krätze. Das kann passieren, ja. Weil aber überall war irgendwas zumindest angegeben. Und wenn da stand, ah, da kannst du im Level finden. Natürlich ja nicht so schön, wenn das hier. Ach, hier ist noch ein Geldsack. Das ist aber der Spinning Wheel, ne? Ne, das ist der Kistenmixer, okay. Dann war im ersten Bereich der Spinning Wheel. Von mir aus, ist mir doch egal. Irgendwann muss ich es ja machen. Hier snackt uns noch eine Spyro-Karte. Was können wir überhaupt kriegen? Okay, wir können das Glühwürmchen kriegen, die Fee, den Talisman und das Drachenei. Glühwürmchen war, glaube ich, die einzige Karte, die uns zu dem Komplex noch gefehlt hat. Ja, das sieht gut aus. Hier unten das Glühwürmchen. Genau. Die müssten wir eigentlich auch noch bekommen können. Komm, wo kommen wir die denn her? Oder kriegen wir die einfach nicht? Das will ich jetzt gerade einfach direkt mal nachgucken, komm. Nein, jetzt habe ich, nein, ich wollte doch gar nicht Chrome öffnen. Ich habe doch extra Edge offen gehabt, Mensch. Leider verpeilt. So. Okay, Firefly, ne? Glühwürmchen. Das ist das Letzte, was man kriegen kann. Das andere sind noch Minigame Portal, Level Portal, Moneybags Shop, Floor Spikes, Falling Ice Shards, Lava Pool und Lava Fountain, also die ihr jetzt da auf dem Bildschirm da unten seht, diese sieben Stück. Und die anderen, die Green Spyro Cards und die Yellow Spyro Cards und die Orange Spyro Cards und die Red Spyro Cards, die kann man alle gar nicht bekommen. In dieser
Version. Gut. Ja, gut, dann haben wir da soweit schon mal Klarheit. Wir haben alle Spyro-Karten, die wir sammeln können. Das sind genau diese 21 müssen es dann sein, ne? Genau. Und da haben wir auch schon alles. Da fehlt noch eine Karte. Wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau weiß. Das müsste der Tech Park sein, ne? Kriegen wir die Karte für den Tech Park? Ich glaube, die müssen wir im Tech Park selber finden, oder? Komm, das gucke ich auch direkt mal nach. Der Tech Park, wo haben wir das? Hier. Hidden in Tech Park near Bad to the Future. Okay, gut. Da muss ich gleich nochmal hin. Da muss ich gleich nochmal hin. Das machen wir, glaube ich, am Ende. Mit allen Shops durch sind. So, wie sah es mit dem Kartenmixer aus? Ich hatte alle Spyro-Karten, genau so. Dann sammle ich die Wumperfrüchte. Sonst fehlt hier jetzt noch die Robbe der Pinguin. Also nicht fehlt, können wir hier bekommen. Robbe, Pinguin. Robbe haben wir. Pinguin haben wir, glaube ich, nicht. Ja, Pinguin können wir noch kriegen. Lab Assistant haben wir. Arctic Caves können wir als Karte bekommen. Aber die haben wir. Es fehlt nur noch der Pinguin. Wir brauchen den Pinguin. Ich glaube, den können wir auch woanders herbekommen. Sagt mir zumindest sehr was, dass es irgendwo, dass ich es das mal anders, irgendwo anders aufgeschrieben habe. Brauche ich jetzt einfach überhaupt nicht. Ich suche gerade nur ein bisschen. Nee. Es gibt ja im Wumperdschungel auch nur eine Trading Card Dings da. Ich habe sogar den mit der Karte erwischt, ohne es zu wissen. Toll. Wieso kriege ich nur Spyro-Karten? Ich will Crash-Karten haben. Soll der Shit. Ach man. Ey, die wollen mich doch hier richtig hart verarschen. Nehmen wir jetzt die ohne. Ist das die ohne? Nein, natürlich ist es die mit der Karte sogar krass. Fuck you. Danke, wenigstens meine Crash-Karte. Hoffentlich die, die ich brauche. Robbe-Karte. Okay, aber da müsste wieder jetzt eine grüne. Warum? Ich gucke jetzt gar nicht hin. Überleg einfach nicht. So, ist mir egal. Da ist wieder eine grüne. So, das müsste bitte der Pinguin sein. Das wäre toll. Das wäre wunderschön. Dankeschön und adios, Muchacho. Ich begebe mich dann mal zurück in den ersten Bereich, weil da sollte sich dann normalerweise, wenn alles normal läuft, der andere Geldsack gewesen sein. In dem Bereich jetzt schon zwei waren. War der vielleicht da unten? Ich gehe direkt mal dahin. War, glaube ich, noch ein Level, ne? Ja, genau, da war dieses Bonus-Level. Ich erinnere mich ein bisschen dran. Ist, glaube ich, nicht so clever, dass ich gerade, also nicht so gut, dass ich gerade hier unten bin. Ich muss wahrscheinlich wieder hoch. Vielleicht muss ich aber auch hier lang. Wir werden es bald erfahren. Ja, wow. Oder auch nicht so bald. Guckt sich das ernsthaft noch jemand an? Ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen. Sonst können wir gerne ein kleines Spiel spielen. Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 2818 aus. Welche ist es? Schreibt eure Vermutungen, euren Guess in den Kommentaren down und alles. Und ich werde meine Zahl eh längst vergessen haben. Um ehrlich zu sein, habe ich mir gar keine ausgedacht. So, wir sind aber beim nächsten Glücksrad-Shop-Laden-Ficken angekommen. Das werden wir allerdings jetzt nicht tun, sondern wir werden uns weitere Karten snacken können, hoffentlich. Das wäre cool. Oder weitere Wumperfrüchte gewinnen. Soll. Ich freue mich. So, ja gut, Spyro-Karten brauchen wir eh nicht mehr. Können wir auch. Ist egal. Wumperfrüchte brauchen wir jetzt auch nicht mit der Menge da. Ich weiß nicht, was wir hier alles noch brauchen. Könnten wir uns angucken. Machen wir auch, komm. Also, hier geht es hauptsächlich um Gegner. Aber nicht die, die wir hier brauchen. Hier kommt übrigens Gecko und Idlehead, was auch immer das ist, hin. Und ein Dschungel-Riptok. Die können wir alle nur im Dschungel bekommen, diese drei Karten. Ähnlich sieht es bestimmt auch mit denen aus, hoffe ich doch. Nitro-Kiste bekommen wir auf jeden Fall noch im Dschungel, genau. Und die Holzkiste, eine ganz normale Holzkiste, die haben wir hier. Gut, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was da noch fehlt. Was ist denn da noch für eine Karte, sag mal? Checken wir auch direkt mal aus. Nitro Crate ist da oben. Moment, Akku. Habe ich die Akku-Crate doch nicht? Doch, klar habe ich die. So. Mystery Spring Iron. Willst du mich verarschen?
Okay. Es gibt eine Akku-Akku-Crate und eine Akku-Akku-Box. The fuck, okay. Ja, ich verstehe, was die meinen, weil die Box ist dann wahrscheinlich die unzerstörbare Box. Wie dumm ist das denn? Ist ja richtig dämlich. Okay, und die Akku-Akku-Box können wir nur im Spinning Wheel Shop in den Fire Mountains bekommen. Gut, dann müssen wir jetzt also nochmal zum Spinning Wheel Shop in den Fire Mountains. Machen wir gleich. Schreibe ich mir mal auf. Hier. Spinning Wheel Fire Mountains. Natürlich weiß ich auch noch genau, welcher Laden der Spinning Wheel Shop war. Hm, genau. So, ich wollte aber eigentlich nach den ganzen Assistenten gucken. Die werden hier unten nämlich auch geführt. UFO-Assistent und sonst was. Aber ich habe hier sonst alles, deswegen brauche ich davon wahrscheinlich nichts mehr. Gut. Dann gibt es den Random Crash, den Polar Crash, was auch immer das ist. Wumper Cannon Crash, Inner Tube Crash, Hovership Crash. Okay, die drei kommen dann hier noch. Okay. Panzer Crash haben wir hier. Okay. Also auf jeden Fall gibt es hier die restlichen Karten in diesem Shop. Höchstwahrscheinlich. Also ich muss vor allem nach den gelben Karten Ausschau halten, die brauche ich. Genau diese, die ich nicht krieg. Nee. Also ich muss nochmal zum Spinning Wheel Shop in den Fire Mountains und ich muss nochmal zum Tech Park, weil ich da die geheime Karte nicht gefunden habe. Stimmt auch im Nachhinein. Ich habe in jeder Welt die geheime Karte gefunden, nur da nicht. Und die kann man offenbar auch wirklich nur finden, die kann man nicht in einem Shop gewinnen. Zumindest scheint es so. Na gut, von mir aus.